Einen wunderschönen guten Morgen, liebe Zuschauer, zum JFD-Devisenradar. Montag hier im neuen Handelsmonat. Der November fängt an und wir wollen uns hier natürlich wieder dem Devisenmarkt zuwenden, der sich ein Stück weit verhalten noch zeigt. Die Volatilitäten heute am Montag ein Stück ja, zurückhalten bislang. Es gibt noch viel zu holen. Ein Grund mehr, hier mal die Märkte ein Stück weit anzufangen oder einzufangen. Vielmehr, wir wollen heute den Loni unter die Lupe nehmen, also hier den US-Dollar gegenüber dem kanadischen Dollar. Der sich ja grundsätzlich aufgrund der US-Dollar-Stärke, die wir schon seit langem sehen, hier in einem schönen Aufwärtsimpuls aufhält. Wir machen dazu mal das große Bild auf Wochenbasis auf. Und da sahen wir schon unlängst im Sinne dieser großen Bodenbildungsformation Tasse, Untertasse vielmehr, hier der Henkel und ab geht die Party. Wir haben gesehen, auch hier wurden die Hochs aus 2008, 2009 überwunden im laufenden Sommer. Dann muss man hier noch unterstellen bzw. feststellen, dass es hier nahezu eine ideale Pullback-Situation gab, wenngleich hier dieser schematische Verlauf nicht exakt auf die Woche traf, wo es eine Konsolidierung gab, aber letztlich mit dem neuen Zwischenhoch hier von Ende September folgte dann doch noch, das kann man schon als Pullback werten, hier dieser Rücklauf an diese große ehemalige Widerstandszone, die hier eben auch im Jahr 2015 zu Beginn im Februar und hier auch im März getestet wurde. Hier ganz, ganz interessanter Bereich. Das ist aber jetzt, wie gesagt, kein Widerstand mehr, sondern eine Unterstützung und das wurde unlängst bestätigt. Einziger Wermutstropfen, ein Stück weit diese negative Divergenz, die wir hier auf Wochenbasis im RSI 14 sehen. Das ist schon eine relativ ausgeprägte Divergenz. Die muss nicht heißen, dass der Markt jetzt hier Schwäche aufweist, aber es ist zumindest ein Signal der Vorsicht, welches definitiv, ja, bärisch eingestuft werden sollte, wenn wir hier diese Unterstützung bei 1,2815 aufgeben sollten, dann muss man davon ausgehen, dass es hier einen ordentlichen, gehörigen Schub nach unten gibt. Das ist aktuell noch nicht der Fall, aber die Frage eben, ob der Looney hier am Ende seines Aufwärtstrends steht, ist berechtigt, nämlich vor der Divergenz, nämlich vor der gewissen Erschöpfung. Aber wir sehen auch hier jetzt im Tageschart, als wir nach der ersten Schreckwelle hier im Oktober eine Erholungsbewegung sahen und jetzt aber hier die Situation haben, wenn man das mal ganz nüchtern betrachtet, unter der Dow-Theorie, wir haben jetzt hier das markante Hoch gemacht, besser gesagt, hier hatten wir ein markantes Tief, hier gab es ein markantes Hoch und hier wurde ein tieferes Tief gemacht und jetzt haben wir hier mit der Situation der letzten Woche ein tieferes Hoch gemacht und das ist rein technisch grundsätzlich hier mal so einzufangen, dass wenn wir das Hoch hier nicht rausnehmen, hier insbesondere das Hoch vom 28.10. bei 1,3279, unterhalb dieses Levels bleibt der Markt anfällig für mögliche Rücksetzer. Jetzt, wie gesagt, hier in dieser langfristigen Unterstützung 1,3064, Sie sehen auch hier im Tageschart sehr schön, das ist eine Price-Action-Zone, da gab es immer wieder mal ein Tauziehen zwischen Bullen und Bären und dieses Level sollte eben hier auch Beachtung finden. Der Punkt, wir erholen uns heute nach der Schwäche der letzten Woche, wir haben hier auch Daten bekommen, die hier den US-Dollar ein Stück weit unter Druck brachten, beziehungsweise vielmehr den kanadischen Dollar beflügelten. Und genau das stellt sich eben hier im Preisverlauf dar. Der Markt kam hier deutlich zurück. Diese Woche, Woche der Erholung, das muss man mal in Frage stellen, denn rein von der Saisonalität, Sie sehen es, mit Blick auf die letzten, besser gesagt, auf die kommenden 40 Tage sehen wir hier einen volatilen Seitwärtsmarkt, eine richtig klare Trendtendenz. Lässt sich hier nicht identifizieren, obgleich kurzfristig hier durchaus Rücksätze noch denkbar wären, aber grundsätzlich scheint sich hier ein Tauziehen um 1,3064 abzuspielen. Nach markttechnischen, Dow-theoretischen Strukturen ist der Markt kurzfristig weiter in einer Abwärtsbewegung. Es könnte es durchaus hier, wie gesagt, das war am Wochenchart identifiziert, es könnte es durchaus zu einem Test dieser Unterstützung kommen. 1,28, 1,2815, das ist ein interessantes Level. Von diesem ausgehend, das Währungspaar dann durchaus nochmal einen Auftrieb erfahren kann, aber sieht so aus unterhalb von 1,3279, dass wir eben hier einen Aufwärtsimpuls machen. Also kurz hoch, hier ein bisschen pendeln, Tauziehen runter, hin und her. Ich glaube nicht, dass wir jetzt hier unmittelbar nach oben rausziehen können. Wir werden sehen, was die Woche noch bereithält. Rein von der aktuellen charttechnischen Einschätzung sieht es eher nicht so aus. Also hier eine mögliche Erholung könnte man spekulativ verkaufen. Insbesondere Tagesschluss unter 30,64 wäre dann aber eben ein Startschuss für Preise hier bis zum Tief. 15. Januar, 15. sag ich schon, 15. Oktober war hier 1,2832 und da haben wir es hier mit der 1,28 schon gar nicht mehr so weit weg. Das heißt, hier ein Touchdown in dieses Level wäre hier durchaus ja, eine Option für den Looney. Schauen wir mal einen Stundenchart, da sehen wir auch hier eine kurzfristige Marke, hier sehr schön zu lokalisieren, ist aktuell eine Unterstützung, deswegen machen wir die Zone mal grün.
Von dieser kommen wir auch gerade im Stundenchart hoch. Das heißt, hier ist eine korrektive Erholung möglich. Allerdings korrektiv, weil wir auch hier in den kleinen Strukturen eine Abwärtstendenz aufweisen, die eben auch hier eher den Hang dazu hat, sich fortzusetzen. Unterhalb dieser Unterstützung, und da reden wir auch über das langfristige Unterstützungsbild, was wir ja hier im Wochenchart, im Tageschart gesehen haben und jetzt hier im Stundenchart sehen, 1,3064 plus minus ein paar Pips, das ist eine Zone. Da sind Käufer, Verkäufer aktiv, ringen sozusagen mit der Entwicklung. Und sollte dieses Level aufgegeben werden, was hier zum Beispiel bei einem Preis unterhalb von 1,3055 der Fall wäre, dann muss man interpretieren, dass der Markt wohl dann doch relativ schnell hier bis zu dieser Zone um 1,2950 schrägstrich eben bis 1,28 zurückfallen kann. Der Looney scheint hier aus Swing-Gesichtspunkten auf jeden Fall interessant für ein kurzfristiges Short-Engagement. Erholung könnte man spekulativ einkaufen. Dazu mal kurz hier im Stundenchart eine kleine Widerstandszone, die wir hier haben. Ja, also sollte er hier hinkommen, Kopf stoßen, dann wäre hier sogar auf höherem Niveau ein Einstieg denkbar. Mit neuem Tief sollte es dann aber jedoch eher schneller als langsamer gen Süden gehen. Wochentag selber heute zum Luni. Was bringt am Montag? Da sehen wir hier grundsätzlich eine starke Tendenz, genau wie Freitag. Die Zahl am Freitag ist aber jüngst schon ein Stück weit rückläufig. Wir hatten hier schon Werte von 76% in Richtung 77. Das war wirklich sehr, sehr stark. Von dem Niveau haben wir uns jetzt ein Stück weit entfernt. Und ja, wir sehen ja auch die jüngste Schwäche. Das lastet natürlich hier auch auf der Wochentagsstärke. Dennoch der Montag, rein statistisch nachfolgend, weiter starker Tag mit Werten über 60%. Das heißt, heute hier eine Erholung nicht ausgeschlossen. Und hier die Erholung auch durchaus ja, kaufenswert im Sinne eines Short-Engagements bzw. dann eben viel mehr verkaufenswert. Also Looney ist auf jeden Fall ein Blick wert. Ich sage erstmal danke fürs Einschalten, meine lieben Zuschauer. Wenn Sie mögen, hören wir uns natürlich morgen wieder zur nächsten Sendung. Wollen noch mal sehen, was wir uns da rauspicken können. Ich sage jetzt erstmal einen guten Start in den neuen Monat, in die neue Woche. Viel Erfolg bei allem, was Sie tun. Ihr Christian Kämmerer und tschüss.